Der Ursprung der Weihnachtsgeschichte. Vor vielen Jahren gab es ein Gebot, das von dem Kaiser Augustus in aller Welt geschätzt wurde. Diese Schätzung geschah in der Zeit, in der Quirinius Statthalter in Syrien war. Josef aus Galiläa in der Stadt Nazareth auf dem Weg in das jüdische Land Bethlehem, damit er sich mit Maria einen Ort, wo sie ihr Kind zur Welt bringen konnte. Als sie dort waren, kam die Zeit, in der Maria ihr Kind zur Welt bringen sollte. Da sie keinen Ort fanden, mussten sie sich in einem Stall niederlegen. In derselben Gegend, in der Maria die Wehen bekam, waren Hirten. Ein Engel fand die Hirten und sprach zu ihnen: Ich komme im Namen Gottes und muss euch berichten, es wurde in der Nähe ein Kind geboren. Und ihr müsst das Kind finden und die frohe Kunde verbreiten. Folgt dem Morgenstern und er wird euch zum Ziel bringen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. So beschlossen die Hirten, nach Bethlehem zu gehen und die Geschichte zu erfahren. Sie kamen eilend bei Maria und Josef an und wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria behielt die Sache im Kopf und das bewegte ihr Herz. Da dachten sich die Hirten, das sei das Kind. Das war die Weihnachtsgeschichte.